Hallo meine Freunde, heute möchte ich euch meine 10 Lieblingskultfilme vorstellen. Beziehungsweise Filme, die für mich einfach kultverdächtig sind. Vermutlich werden einige Filme dabei sein, die ihr nicht hier reingewählt hättet, beziehungsweise werdet ihr auch welche vermissen hier in meiner Liste. Der erste Film auf meiner Liste ist Snatch, Schweine und Diamanten aus dem Jahre 2000 von Guy Ritchie. Dieser Film hat so viele hochkarätige Schauspieler zu bieten, zum Beispiel Brad Pitt, Benicio del Toro, Jason Statham und viele mehr. Das Abgedrehte an diesem Film sind aber nicht die Schauspieler, sondern diese darstellen. Vor allen Dingen hervorzuheben ist da Brad Pitt als One Punch Mickey, den irischen Zigeuner. Jeder, der diesen Film gesehen hat, weiß ganz genau, was ich meine. So einen abgedrehten Charakter hat man vorher oder nur selten in anderen Filmen gesehen. Der zweite Film auf meiner Liste ist Die Verurteilten aus dem Jahre 1994. Auch hier sind zwei hochkarätige Schauspieler zu sehen. Einmal Tim Robbins und natürlich Morgan Freeman. Es ist einer der besten Gefängnisdramen, die ich jemals gesehen habe. Und die einen so hammergeilen Twist am Ende hat. Also jeder, der Filme mag, wo eine richtig gute Story erzählt wird und die Schauspieler eine grandiose Leistung abliefern, sollten sich definitiv diesen Film anschauen. Der dritte Film auf meiner Liste ist Memento aus dem Jahre 2000 von Christopher Nolan. Der Regisseur gehört für mich zu einem der besten im Filmgeschäft. Und in diesem Film hat er es durch seine nicht vorhersehbare Story bewiesen. Und jeder sollte sich diesen Film einfach nur angucken, der auf Mindfuck-Momente steht. Denn man kann über diesen Film nicht wirklich viel erzählen, denn sonst würde man ganz eindeutig spoilern. Der vierte Film ist Fight Club aus dem Jahre 1999 von David Fincher. Dieser Film ist vollgespickt mit gesellschaftskritischen Momenten und deshalb finde ich diesen Streifen so besonders gut. Aber auch die beiden Hauptdarsteller, Brad Pitt und Edward Norton, liefern hier eine geile Show ab. Und mehr möchte ich über diesen Film nicht verraten, denn wie sagt man so schön in dem Film, die erste Regel des Fight Clubs lautet, sprich niemals über den Fight Club. Der fünfte Film auf meiner Liste ist Sin City aus dem Jahre 2005. In diesen Streifen sind so viele hochkarätige Schauspieler zu sehen. Dazu gehören zum Beispiel Bruce Willis, Owen Wilson, Mickey Rourke und viele mehr. Das Geile an diesem Film ist einmal diese unbeschreiblich gut gemachte Optik. Und natürlich Mickey Rourke. Alleine diese Rolle, die er hier spielt, ist einfach nur cool. Und jeder, der diesen Film sich nicht angesehen hat, sollte sich was schämen. Der sechste Film ist Drüben sehen und sterben. Dieser Film ist aus dem Jahre 2008. Und vermutlich kennen ihn nicht viele. Was schade ist, denn es gibt hier so viele abgedrehte Charaktere und vor allem den Colin Farrell hier in seiner wohl besten und geilsten Rolle. Aber auch der schwarze Humor, der hier drin vorkommt, ist einfach nur... Und was braucht es mehr als einen kleinen Zwerg, der rassistisch ist? Der siebte Film auf meiner Liste ist Lucky Number 11. Dieser Film ist aus dem Jahre 2006 und hat es leider niemals in unsere deutschen Kinos geschafft. Was ich aber nicht verstehe bei diesem Star-Ensemble. Dazu gehören Ben Kingsley, Morgan Freeman, Josh Hartnett und noch viele weitere. Das Geile an diesem Film ist einmal das gut geschriebene Drehbuch und die damit verbundene, hammerlustige und trotzdem geile Story. Also jeder, der diesen Film noch nicht gesehen hat, sollte sich ihn unbedingt auf DVD oder Blu-ray besorgen. Und dies nur, um zu verstehen, wer ist der Schmu und was ist ein Kansas City Shuffle. Der achte Film auf meiner Liste ist, und vermutlich habt ihr alle schon darauf gewartet, lautet Pulp Fiction aus dem Jahre 1994 von Quentin Tarantino. Dieser Regisseur ist vermutlich allgemein dafür bekannt, dass er Filme macht, die schon kultverdächtig sind. Nur finde ich, ist dies einer seiner besten und geilsten Filme. Allein schon die Schauspielerie, die hier zu sehen ist, reicht dafür aus. Und besonders hervorzuheben ist natürlich einmal John Travolta und Samuel Jackson. Aber auch das Drehbuch, was hier mit einem Oscar sogar ausgezeichnet wurde, ist nur grandios. Und ich denke immer, mehr brauche ich über diesen Film nicht zu sagen. Denn jeder von euch da draußen hat bestimmt nicht nur eine, sondern mehrere Szenen im Kopf, wenn er an diesen Film nur denkt.
Der 9. Film auf meiner Liste ist From Dusk Till Dawn. Dieser Film ist aus dem Jahre 1996 von Robert Rodriguez. Vermutlich ist dies mit einer der geilsten Rogue-Movies, die jemals so abgedreht worden sind. Und auch hier gibt es mehr als einen guten Schauspieler in den Rollen zu sehen. Um welche hervorzuheben, nenne ich einfach nur Harvey Keitel und George Clooney. Und was brauchen wir, um aus diesem Film einen Kultfilm zu machen? Als Robert Rodriguez als Regisseur und Quentin Tarantino in der Nebenrolle. Und zum Schluss kann ich einfach nur sagen, geht niemals in einen Titty-Twister. Der letzte Film auf meiner Liste ist Matrix aus dem Jahre 1999 von den Wachowski-Brüdern. Diesen Film hatte ich schon einmal in einer anderen Liste und zwar unter den besten Actionfilmen. Aber auch hier hat er seine Daseinsberechtigung. Dies liegt zum einen an der Bullet Time, die hier zum ersten Mal angewandt wurde. Aber vor allen Dingen, und das ist der größte Punkt, warum er hier in dieser Liste ist. Wer ist nämlich nicht aus dem Kino gegangen, hat darüber nachgedacht, ist die Welt, in der wir leben, wirklich echt. Alleine dieser Mindfuck-Moment reicht aus, um hier in dieser Liste zu sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und natürlich könnt ihr gerne unten in den Kommentaren schreiben, welche Filme ihr in diese Liste gewählt habt. Sollte euch dieses Video gefallen haben, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder lasst es bleiben. Wollt ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpassen, so drückt einfach nur den Abo-Button.